Yes. Guten Morgen, heute am Freitag, den 24. Juli 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit der LSX möchten wir Sie auf den Handelstag einstimmen und natürlich auf den DAX schauen, der gestern unter starken Abgaben litt. Bis zum Xetra-Ende war das Ganze noch nicht so deutlich, doch nach dem Xetra-Schluss fielen wir auf die 13.000 und darunter. Das möchten wir aber gleich mit unserem Händler, dem Marcel, an der LSX besprechen. Guten Morgen nach Düsseldorf an dich. Guten Morgen, Andreas. Ja, ich habe es gerade eingeblendet. Der DAX kam gehörig unter Druck und hat damit im mittelfristigen Zeitrahmen, den wir hier sehen, den 3-Monats-Chart, auch die Aufwärtstrendlinie fast erreicht. Was waren denn da gestern die Auslöser? Ja, richtig. Gestern haben wir eine ordentliche Korrektur gesehen. Es gab verschiedene Gründe. Primär der neue Arbeitsmarktbericht aus Amerika. Erstmals seit einigen Wochen gab es wieder mehr Arbeitslosen-Erstanträge, etwas über 1,4 Millionen. Das ist natürlich negativ zu werten, gerade im Zusammenhang mit den immer noch sehr hohen Corona-Fallzahlen in Amerika. Einige Bundesstaaten überlegen ja jetzt schon wieder, den Shutdown zu erweitern bzw. wieder neu alles runterzufahren. Das mögen die Börsianer gar nicht. Da gibt es direkt Abgabedruck. Dazu kommt auch wieder die erhöhten Spannungen Amerika-China. Da werden Botschaften geschlossen und das Säbelrasseln geht jetzt wieder neu los. Bringt Unruhe in den Markt und das haben wir gestern an den Zahlen gesehen. Also da sind wir ordentlich runtergekommen und auch heute sehen wir weiter Abgabedruck, aktuell 12.940 Punkte im DAX, also wieder 60 Punkte schwächer zum Vortagesschluss von uns. Ja, das dürfte dann spannend werden, ob im Handel die 13.000 heute zurückerobert werden. Spannung gab es auch bei den Tops und Flops gestern am Markt. Und zwar hatten wir hier die Daimler ganz oben auf der Gewinnerliste, denn die hatte Quartalszahlen gemeldet. Wie waren denn diese ausgefallen? Genau, Daimler, ein Unternehmen, was wir ja in den letzten Monaten sehr selten auf der Gewinnerliste gesehen haben. Quartalszahlen sind gemeldet worden. Das ist im ersten Halbjahr ein Verlust angefallen. Das ist erstmal nicht schön. Trotzdem Daimler-Aktie deutlich fester, weil der Ausblick vom Vorstandsvorsitzenden angegeben wurde, dass leichte Erholungstendenzen zu erkennen sind. Gerade China und die Elektroautos verkaufen sich wieder besser. Also die Produktion in China und die Elektroautos, da ist ein Anziehen der Käufe zu sehen und das schmeckt den Börsianern. Also Daimler ist ja sowieso ein Underperformer gewesen in den letzten Jahren mittlerweile schon. Und da sind dann halbwegs gute Nachrichten, Kurstreiber, die Daimler-Aktie über 40 wieder, auch heute Morgen ganz leicht im Plus. Also, sieht gut aus. Was die Daimler-Aktie auch so ein bisschen bzw. die Anleger erfreut hat, war auch, dass die Netto-Liquidität relativ hoch ist. Also 9,5 Milliarden sind hier quasi an liquiden Mitteln zur Verfügung. Also die Krise könnte, wenn sie weitergeht, auch gut für Daimler umschifft werden. Also quasi Kapital ist genug da. Plus die Truck-Sparte macht ein wenig Sorgen und die ist eingebrochen im letzten Quartal. Die Verkäufe von 135.000 auf nur noch 61.000 Trucks, also gerade die großen Lastwagen, Busse und so weiter, werden nicht mehr so gut abgenommen wie die Personenkraftwagen. Also da bleibt es spannend. Es bleibt auch spannend bei den Wasserstoffaktien. Da gab es gestern herbe Kursverluste und da haben wir uns einen Vertreter herausgepickt und das ist die Ballard Power. Eins der Schwergewichte am Wasserstoffmarkt, auch schon Jahrzehnte an der Börse notiert. Können in den letzten Monaten eigentlich nur eins, also zweistellig steigen oder zweistellig fallen. Gestern ging es nach einer langen Aufwärtsphase dementsprechend runter auf rund 14 Euro die Aktie. Das aber einfach im Zuge der Korrektur bei den Wasserstoffaktien. Also da waren quasi sämtliche Wasserstoffunternehmen dick einstellig oder zweistellig im Minus. Da hat sich auch eine Ballard Power ohne neue Nachrichten nicht von abkoppeln können. Ja, da wird so ein bisschen geunkt in den Börsenforen, dass das ganze Thema Wasserstoff nur heiße Luft ist. Das soll dieses Bild hier symbolisieren. Wie stehst du denn persönlich dazu?
Ja, es ist ein spannender Bereich. Also gerade die EU und ja, die einzelnen Länder, die ökologisch voranschreiten wollen, fördern das natürlich massiv. Mittlerweile sind die Wasserstoffaktien allerdings so hoch bewertet, da muss erstmal jetzt auch der nötige Umsatz und in einigen Jahren auch mal ein Gewinn ausgewiesen werden, um diese Bewertungen aktuell zu rechtfertigen. Also es ist ein Hype. Natürlich kann man diese Welle noch einige Zeit mitschwimmen, aber man muss sich schon bewusst sein, dass die Bewertung aktuell von den Fundamentaldaten schon sehr weit abgekoppelt ist. Ja, ein wenig Bewertungsabkopplung merken wir ja auch bei den Biotechs. Und das hatten wir auch in den letzten Tagen immer wieder berichtet, dass es hier sozusagen Vorschusslorbeeren gibt auf künftige Impfstofflieferungen, obwohl der Impfstoff teilweise noch gar nicht fertig erforscht und verpackt ist und verprobt in den klinischen Tests. Da haben wir die BioNTech immer wieder genannt und auch die hatte gestern Kurskorrekturen gezeigt. Ja, BioNTech, eine der, ich würde mal sagen, drei oder vier großen Player am Corona-Markt. Ähnlich wie die Wasserstoffaktien können die nur ganz oder gar nicht im Kursverlauf. Also gestern sind sie zweistellig unter Druck geraten, nachdem sie auch in den letzten Wochen massiv an Kursgewinn zugelegt haben. Unter anderem natürlich durch eine Kapitalerhöhung, die jetzt zu den hohen Kursen platziert wird. Also die ist, glaube ich, zu 93 Dollar am Markt platziert worden oder wird am Markt angeboten mit 93 Dollar. Das lag etwas unter dem Vortageskurs bzw. den Höchstkursen des gestrigen Tages. Das hat die Korrektur beschleunigt, aber auch Gewinnmitnahmen und ja, die hohen Bewertungen führen dazu, dass ja, solche Unternehmen dann eben auch mal, wenn sie korrigieren, etwas stärker unter Druck kommen. BioNTech hat jetzt vor kurzem mit der US-Regierung einen Vertrag geschlossen, beziehungsweise also BioNTech in Verbindung mit dem Partner Pfizer. Die Amerikaner haben in erster Instanz 100 Millionen Impfampullen schon mal vorbestellt und die Option auf weitere 500 Millionen Ampullen. Das ist ja im besten Fall ein zweistelliger Milliardenumsatzbetrag, der in den Kassen der beiden Unternehmen landen würde. Und das hat die Aktie in den letzten Tagen auch wieder massiv nach oben getrieben. Ja, eine Schlagzeile aus den Medien hatte ich entnommen, die da hieß Ausverkauf vor der Zulassung. Also das trifft es vielleicht ganz genau, denn hier müssen wir letzten Endes auch abwarten, ob das Ganze auch in trockene Tücher kommt. Dann ist es natürlich ein Erfolg und man hofft insgesamt gesundheitlich für die Welt, dass es mehrere Impfstoffvarianten gibt und dass hier schnell die Auslieferung erfolgt. Vielen Dank erstmal an dich nach Düsseldorf und einen schönen Handelstag diesen Freitag. Gerne, wünsche ich dir auch. Danke. Ja, und wir schauen heute nicht auf die Social-Media-Kanäle, die ich immer mal wieder einstreue, wenn Sie uns hier folgen möchten für aktuelle Informationen, sondern auf ein Highlight. Nächste Woche wird es nämlich hier ein Webinar wieder geben in Kooperation von der LSX mit Traders. Und zwar geht es um COT-Daten. Wer hier noch nicht gebrieft ist, um mal beim englischen Vokabular zu bleiben, der ist genau richtig. Wir werden die Richtungsbestimmung bei Rohstoffen hier ein wenig ergründen mit Martin Görsch und mir als Moderator im ersten Teil die Einführung nächste Woche Mittwoch, 29. Juli 2020, 18 Uhr. Merken Sie sich das vor und unter dem Beitrag hier werde ich auch den Link für die Anmeldung posten. Also insofern melden Sie sich gerne an, kommen Sie gesund und heil durchs Wochenende. Wir hören uns morgen in der Wochenendschalte gern noch einmal wieder. Bleiben Sie gesund, Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.